In der ersten Phase stoßen zwei Protonen zusammen. Eines der beiden Protonen verwandelt sich in ein Neutron, dabei wird ein Neutrino und ein Positron abgegeben. Ein Proton und ein Neutron ist ein Deuteron, auch Deuterium-Atomkern genannt. In der zweiten Phase stößt ein Deuteron mit einem Proton zusammen. Es entsteht ein Helium-3-Atomkern, dabei wird ein Gamma-Quant abgegeben. In der dritten Phase stoßen zwei Helium-3-Atomkerne zusammen. Nach der Abgabe von zwei einzelnen Protonen entsteht ein normaler Helium-Atomkern.